Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer täglichen Mission in Fontaine, die mich schon ein paar Mal genervt hat. Und ich dachte mir, der ein oder andere von euch hat dabei vielleicht auch Probleme. Und zwar eine erfrischende Fonta, mach deine Welt frisch. Hol die Dokumente zurück. Und es gibt drei verschiedene Versionen von dieser täglichen Quest. Und zwar ist es so, einmal muss man irgendwie ans Wasser. Also es gibt auf jeden Fall drei verschiedene Positionen und ich habe die Nummer 3, die Ruinen, ausgewählt. Und ihr könnt immer noch eins machen. Und hier heißt es quasi, hol die Dokumente zurück. Aber wenn ihr dann hier seid, dann ist hier nichts. Naja, denkt man sich jetzt so im ersten Moment, hier ist einfach nichts. Hier gibt es keine Dokumente oder irgendwas. Aber der Schlüssel sind diese Container. Wenn ihr die kaputt macht, da können sich die Dokumente drinnen befinden. Das Problem ist nur, hier sind sehr viele Container. Das heißt, es ist ein bisschen Glück oder Pech, ob ihr sie früher oder später findet. Und jetzt haben wir sie hier in dem Fall hier gefunden. Ich weiß gar nicht, ob hier noch welche stehen. Nee, hier tatsächlich nicht. Müssten jetzt wahrscheinlich alle gewesen sein. Also im schlimmsten Fall müsst ihr einfach alle kaputt machen. Und irgendwo befinden sich dann diese Dokumente. Aber ja, es ist eine ziemlich nervige Errungenschaft, weil es ist halt nicht klar, dass man diese Dinger kaputt machen soll. Sondern, ja, das muss man irgendwie einfach selber rausfinden oder sich selber denken. Aber es sind so klassische tägliche Missionen, wo man, wenn man das nicht weiß, halt echt verzweifeln kann. Und dafür ist jetzt dieses Video. Und dann gehen wir einfach zurück zu Heinri, können die tägliche Quest abgeben und fertig. Gut, er labert dann noch Ewigkeiten, aber ja. Jedenfalls, ja, das war Nummer 3, wie gesagt, die Ruinen. Wenn ihr das auswählt, dann sind die Dokumente da. Und die anderen beiden Locations, da hat man, glaube ich, nicht solche Probleme, aber ich werde es beim nächsten Mal mal auswählen. Mal gucken, ob es da dann auch noch sowas gibt. Genau. Danke euch für vielmals Zuschauen. Ich würde mich sehr über ein Like, Kommentar und ein Abo von euch freuen. Bis zum nächsten Mal mit Genshin Impact. Haut rein und ciao, ciao.